Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau der NFL-Saison 2015. Ja, heute mit den Washington Redskins. Ja, die Washington Redskins haben in der letzten Saison nicht sehr gut abgeschnitten, wurden nur Letzter in der NFC East mit einer Bilanz von 4 Siegen und 12 Niederlagen. Ja, es mussten auch einige Leute gehen. Head Coach Jay Gruden durfte bleiben, aber sein Defensive Coordinator Jim Haslett wurde entlassen. Ja, dafür wurde Joe Barry geholt als neuer Defensive Coordinator, auch der General Manager. Bruce Allen musste gehen und für ihn kam neuer Scott McLuhan, der zuletzt bei den 49ers aktiv war. Ja, auch bei den Spielern hat sich natürlich einiges getan bei den Redskins. Ja, neu im Team sind die D-Liner Stephen Paya, Ricky Jean-Francois und Terrence Knighton. Dazu Cornerback Chris Culliver und die Safeties Deshaun Golson und Jaron Johnson. Ja, alles sehr gute defensive Verstärkungen. Ja, verlassen haben die Redskins zum einen Running Back Roy Helu, Wide Receiver Leonard Hankerson, Offensive Tackle Tyler Paul Lambers, Guard Chris Chester, dann die D-Liner Jarvis Jenkins, Stephen Bowen, Barry Cofield. Dann auch ein herber Verlust, Outside Linebacker Brian Orakpo, der zu den Tennessee Titans gegangen ist. Cornerback EJ Biggers und die Safeties Brandon Merriweather und Ryan Clark. Ja, Ryan Clark hat seine Karriere beendet. Ja, zudem wurden noch die Verträge mit Offensive Tackle Tom Compton verlängert. Dazu noch die Safeties Duke Iheanacho und Trent Robinson. Dann auch noch Tight End Nalz Paul sowie Cornerback Justin Rogers, Quarterback Colt McCoy und Kicker Kyle Forbath. Und ja, auch vor kurzem der Vertrag verlängert wurde mit Left Tackle Trent Williams. Er ist jetzt einer der bestbezahlten Left Tackles in der Liga. Und ja, schauen wir auf den Draft. Wen haben die Washington Redskins im Draft neu dazu geholt? In der ersten Runde hatten sie den fünften Pick. Und da haben sie Brandon Scherff, einen Guard von Iowa, geholt. Doch etwas überraschend. Ja, da man ja, einen Guard normalerweise nicht zu früh zieht. Und ja, für die meisten war das eine Überraschung. Dann in der zweiten Runde hat man Preston Smith geholt, einen Defensive End von Mississippi State. Er wird Outside Linebacker spielen in der 3-4 Defense der Redskins. Dann in der dritten Runde hat man Matt Jones geholt, einen Running Back aus Florida. In der vierten Runde dann Wide Receiver Jameson Crowder von Duke. Ja, dann hatte man einen zweiten Pick noch in der vierten Runde. Da hat man dann Ari Cuancho geholt, einen Guard von Alabama. In der fünften Runde dann Martrell Spate, ein Outside Linebacker von Arkansas. In der sechsten Runde hatte man dann sogar drei Picks. Da hat man sich zum einen Kaishon Jarrett geholt, einen Strong Safety von Virginia Tech. Dann Tevin Mitchell, ein Cornerback von Arkansas, und Evan Spencer, ein Wide Receiver von Ohio State. Und mit dem letzten Pick in der siebten Runde hat man dann Austin Reiter, einen Center von South Florida, gedraftet. Ja, kommen wir jetzt zum Roster der Redskins. Ja, fangen wir an in der Offense, natürlich mit der wichtigsten Position, und zwar der Quarterback-Position. Und ja, da wurde jetzt vor kurzem entschieden, dass ja, Kirk Cousins die Nummer 1 sein wird, beziehungsweise als Nummer 1 Starter in die Saison gehen wird. Ja, eigentlich Robert Griffin hat man eigentlich erwartet, dass er die Nummer 1 wird, aber in der Preseason hat er sich wieder verletzt, eine Gehirnerschütterung zugezogen. Und ja, Head Coach Jay Gruden ja, war auch schon in der letzten Saison nicht wirklich zufrieden mit Robert Griffin und jetzt hat er es offiziell gemacht, hat ihn gebencht. Ja, Robert Griffin, wirklich schade. Ja, wurde ja 2012 gedraftet, hatte eine unglaublich starke Rookie-Season, hat sich dann im Playoff-Spiel leider das Kreuzband gerissen. Und danach ging es eigentlich abwärts, hatte immer wieder dann mit Verletzungen zu kämpfen und konnte eigentlich nie wirklich an seine, ja, Rookie-Saison anschließen. Und ja, jetzt sieht es so aus, als zumindest die Karriere hier bei den Redskins zu Ende gehen wird, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit ihm verlängern, beziehungsweise dass er hier bleiben will. Ja, Kirk Cousins wurde ja im gleichen Jahr gedraftet wie Robert Griffin, war bis jetzt ein solider Backup, hat ja aufgrund der Verletzungen von Robert Griffin immer wieder das ein oder andere Spiel gespielt, hat ja am Anfang eigentlich gut ausgesehen, aber in der letzten Saison, je länger er gespielt hat, merkte man doch, dass er gewisse Schwächen hat, also ja, eigentlich eher doch ein Backup-Quarterback ist, aber ja, vielleicht kann er sich ja verbessern und ja,
Der dritte Quarterback ist auf jeden Fall Colt McCoy, ein erfahrener Mann, der ja bereit sein wird, falls einer der beiden nicht spielen kann, aber auch wirklich nicht überragend ist. Ja, kommen wir dann zu den Running Backs. Da haben sie mit Alfred Morris eigentlich einen sehr guten Running Back, ja, der immer in der Lage ist, ja, auf alle Fälle die 1000-Yard-Marke zu knacken, hat das auch in der letzten Saison geschafft. Und wie gesagt, ein sehr zuverlässiger Running Back. Ja, für die Redskins ist es natürlich wichtig, hinter Alfred Morris einen soliden zweiten Running Back zu haben. Da sind sie noch derzeit auf der Suche. Da hat man ja Matt Jones gedraftet. Dann hat man noch einen Chris Thompson und man hat auch noch mit Trey Williams und Mac Brown zwei Rookies. Und einer davon wird der Backup werden, aber die meisten Carries wird Alfred Morris bekommen. Und auch ganz wichtig, er darf sich natürlich nicht verletzen, ansonsten wird das natürlich sehr schwer hier für die Redskins. Ja, dann auf Fullback hat man dann noch Darrell Young und Jordan Campbell. Ja, kommen wir dann zu den Wide Receivern. Bei den Wide Receivern haben sie eigentlich zwei sehr gute Leute, zum einen Pierre Garçon und DeSean Jackson. Ja, DeSean Jackson, der ehemalige Wide Receiver von den Philadelphia Eagles, ein unglaublich schneller Mann. Ja, aber auch immer wieder mit Problemen außerhalb des Spielfelds, weswegen ihn die Eagles ja auch abgegeben haben. Und ja, kein einfacher Charakter, aber ja, auf dem Spielfeld ist er natürlich ein sehr guter Mann, vor allem durch seine Geschwindigkeit gefährlich. Aber auch er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, dadurch etwas ja, kleinlich gebaut ist. Und deswegen auch immer wieder verletzungsanfällig. Ja, dahinter haben sie dann noch ja, Andre Roberts, einen soliden Mann. Dann Ryan Grant, der letztes Jahr als Rookie eigentlich auch immer wieder Spielzeit bekommen hat. Ja, dann hat man die Rookies Evan Spencer und Jamison Crowder. Und dann auch noch im Kader sind Colin Lockett, Rashad Ross und Reggie Bell. Ja, kommen wir dann zu den Titans. Das ist ja leider eine Problemposition geworden, denn die eigentlichen Starter, also Nyles Paul, hat sich ja leider schwer verletzt, fällt für die Saison aus und eigentlich sein Backup Logan Paulsen ist auch für den Rest der Saison fällt aus. Deswegen wird Jordan Reed die Nummer 1 Titan-Position belegen. Auch ein sehr talentierter Mann, aber hat auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Also da sind sie nicht wirklich stark besetzt. Man hat sich dann auch noch von San Francisco einen Tight End getradet, und zwar Derek Carrier. Vielleicht kann er ja aufzeigen. Und auch noch im Kader haben sie einen Jaron Hamm und DJ Williams. Ja, kommen wir dann zu der Offensive Line. Auf Left Tackle, wie schon angesprochen, Trent Williams wurde ja der Vertrag verlängert. Jetzt einer der bestbezahlten Left Tackles in der Liga. Ja, er zählt auf alle Fälle zu den, ja, sicherlich zu den 5 oder 10 besten Left Tackles in der Liga, auf alle Fälle. Ob er jetzt der Bestbezahlte ist, ist schwer zu sagen, aber ich denke, einer der wichtigsten Männer in der O-Line der Redskins, sein Backup ist Tacoby Cofield. Dann auf Right Tackle wird Morgan Moses starten, letztes Jahr noch Rookie. Ja, hat sicherlich solide gespielt, aber auch nicht überragend. Da ist sicherlich noch Potenzial nach oben. Die Backups von ihm sind Tyden Sicke und Tom Compton. Dann auf den Guard-Positionen auf Left Guard wird wahrscheinlich Sean Lovao starten. Ja, dahinter hat man mit Rookie Ari Cuanjo auch einen vielversprechenden Mann. Vielleicht ja, kann er schon bald Sean Lovao ersetzen als Starting Left Guard. Auf Right Guard wird der Rookie, den man in der Fifth Overall, also am fünften Pick, den fünften Pick genommen hat, Brandon Scherff. Er wird der Right Guard sein und von ihm erwartet man sich natürlich ja, einige Dinge, wenn man ihn so hoch draftet. Ja, die Backups werden sein Spencer Long und Tyler Larsen. Eigentlich, ja, Tyler Larsen hat Center im College gespielt, sehr gute College-Karriere gehabt. Könnte vielleicht auch ja, Corey Lichtensteiger, den eigentlichen Starter auf Center, vielleicht ja, ersetzen. Ja, Lichtensteiger, ein solider Center, aber auch nicht überragend. Ja, und daneben haben sie dann auch noch einen Josh Leweson aus den Writer, den Rookie. Ja, kommen wir jetzt zur Defense der Washington Redskins. Ja, die Redskins spielen eine 3-4-Defense. Und hatten sich jetzt einige gute Leute geholt, allen voran auf Nose Tackle Terrence Knighton von den Denver Broncos, der dort sehr gut gespielt hat und jetzt die Nose Tackle Position hier übernehmen wird. Sicherlich eine absolute Verstärkung. Seine Backups sind Chris Baker, Gerald Poe und Trevion Robertson.
Dann auf Defensive End haben sie zum einen Stephen Paya, auch neu gekommen von den Chicago Bears, auch ein sehr guter, solider Mann. Seine Backups sind Kedrick Golson und Corey Crawford. Und auf der anderen Seite, auf Defensive End, hat man Jason Hatcher, auch einen sehr erfahrenen Mann. Dazu hat man noch in der Hinterhand Ricky Jean, Francois und Frank Kurz und Robert Thomas. Ja, dann auf Outside Linebacker, wie schon angesprochen, hat man mit Brian Orakpo einen wichtigen Mann verloren, war sehr gut. Jetzt wird Ryan Kerrigan diese wichtige Rolle übernehmen, der ja sehr gut war. Sicherlich nicht überragend, aber auf alle Fälle einer der besseren Pass-Rusher in der Liga. Ja, sein Backup wird der Rookie Preston Smith sein, den man in der zweiten Runde gedraftet hat. Und dann haben sie auch noch Harold Sage. Und auf der anderen Outside-Linebacker-Position wird Trent Murphy starten, letztes Jahr gedraftet. Hat als Rookie schon Erfahrung sammeln können und ja, wird jetzt die Rolle von Ryan Kerrigan übernehmen, die ja, Kerrigan die letzten Jahre inne gehabt hat. Und ja, schauen wir mal, wie er sich da schlägt. Dahinter haben sie noch Jackson Jeffcoat und Houston Bates. Ja, dann auf Inside Linebacker hat man zwei sehr solide Leute, zum einen Keenan Robinson und der andere ist Perry Riley. Wie schon angesprochen, sehr solide Leute, sicherlich nicht überragend, aber ich denke, sie machen auf alle Fälle ihren Job sehr gut. Die Backups sind Will Compton, Terrence Plummer und Martrell Spade. Ja, kommen wir dann zu der Secondary. In der Secondary wird immer noch D'Angelo Hall einer der Starter sein. Ein sehr erfahrener Mann, hat schon sehr lange, eine sehr lange Karriere hinter sich, aber musste in den letzten Jahren immer wieder mit Verletzungen kämpfen. Ja, deswegen ist es fraglich, ob er vielleicht ja, wieder der Starter sein wird, aber ich gehe davon aus, dass er zumindest hier starten wird. Dann der andere Cornerback wird der Neuzugang Chris Culliver sein. Und auf Nickelback wird Bashaud Breeland starten. Letztes Jahr noch Rookie, aber er ist für das erste Spiel suspendiert. Und dann ab Spiel 2 darf er wieder mitmachen. Ja, die Backups auf den Cornerback-Positionen sind zum einen Justin Rogers, DeShazor Everett, Quinton Dunbar, David Emerson und Damon Cromartie Smith. Ja, dann zu den Safeties, da hat man auf Strong Safety Duke Iheanacho, auch einen erfahrenen Mann. Auch er hatte in der letzten Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Seine Backups sind Jerome Johnson und Akeem Davis. Und auf Free Safety hat man sich von Tampa Bay Deshaun Golson geholt durch einen Trade. Auch ein sehr erfahrener Mann. Und die Backups von ihm sind Trenton Robinson und Kyshawn Jarrett. Ja, kommen wir dann zu den Special Teams. Panther wird Tress Way sein. Ein sehr solider Panther. Sicherlich nicht überragend, aber wie gesagt, seine Leistungen sehr solide in der letzten Saison. Und dann Kicker wird Kai Forbath sein. Auch er mit einer soliden Saison, auch sein Vertrag wurde verlängert. Ja, in der letzten Saison 24 von 27 Field Goals verwertet, sicherlich eine gute Bilanz für Kyle Forbath. Long Snapper wird Nick Sandberg sein und ja, sowohl Punt Returner als auch Kick Returner wird wahrscheinlich Andre Roberts sein und sein Backup ist Jamison Crowder, auch für beide Positionen. Ja, wie schon angesprochen, die Redskins haben schon einige bittere Verletzungen, Ausfälle für die Saison. Wie schon angesprochen, die Titans Nyles Paul und Logan Paulsen sind auf alle Fälle ja, für die ganze Saison schon ja, aus dem Spiel. Auch schon angesprochen, die Suspension von Bashaud Breeland. Er wurde für ein Spiel gesperrt. Ja, daneben hat man auch noch die Linebacker Junior Gallette und Adam Hayward für die Saison verloren, auch beide mit schweren Verletzungen. Ja, und Wide Receiver DeSean Jackson ist zurzeit angeschlagen, aber ich denke, er wird sicherlich wieder fit werden für die Saison. Auch noch ausfallen werden für die gesamte Saison ist Running Back Silas Red und dann auch noch James Gale. Ja, kommen wir jetzt zum Coaching-Staff der Washington Redskins. Head Coach ist Jay Gruden. Er geht in seine zweite Saison. Ja, die erste Saison mit 4 Siegen bei 12 Niederlagen war es nicht gerade sehr erfolgreich, aber es war seine erste Saison, deswegen wird er auf alle Fälle eine zweite Chance bekommen. Aber in dieser zweiten Saison ist er auf alle Fälle schon etwas mehr unter Druck.
Ja, der Name Gruden sicherlich bekannt. Sein Bruder John hat ja mit den Tampa Bay Buccaneers die Super Bowl gewonnen und arbeitet jetzt als Kommentator für ESPN. Ja, Jay Gruden ist ja von den Cincinnati Bengals gekommen, wo er zuvor 3 Jahre Offensive Coordinator war und ja, die Offense unter ihm hat er eigentlich sehr gut ausgeschaut. Und jetzt, wie gesagt, ist er unter Druck. Er muss jetzt die Offense der Redskins nach vorne bringen. Und ja, es wird natürlich nicht leicht. Jetzt mit Quarterback Kirk Cousins natürlich eine wichtige Entscheidung, dass er jetzt der Starter ist. Und mal sehen, ja, wie sich Jay Gruden jetzt in dieser Saison schlagen wird. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Redskins wieder enttäuschen werden, dass es für ihn vielleicht eng werden könnte, auch wenn es erst seine zweite Saison ist. Ja, Offensive Coordinator ist Sean McVay. Ja, er war zuvor Tight End Coach bei den Redskins und ist jetzt Offensive Coordinator. Aber wie gesagt, die Offense ist die von Head Coach Jay Gruden. Er ist dafür hauptverantwortlich und ja. Ja, und Defensive Coordinator, wie schon auch angesprochen, ist auch neu. Jimmy Haslett wurde ja entlassen und Joe Barry kam neu. Er war zuvor Linebacker-Coach bei den San Diego Chargers. Ja, Barry war schon einmal Defensive Coordinator und zwar bei den Detroit Lions. Das war aber auch schon ein paar Jahre her. Deswegen, ja, doch ein bisschen fragwürdig diese Entscheidung. Ja, auch interessante Coaches sind zum einen Bill Callahan, der O-Line-Coach. Bill Callahan, ein sehr erfahrener Mann, war schon bei etlichen Teams ja, unter Vertrag, war auch für 2 Jahre einmal Head Coach bei den Raiders und zuletzt bei den Dallas Cowboys als Offensive Coordinator und auch als O-Line-Coach. Und ja, in der letzten Saison waren die Cowboys ja wirklich sehr stark, die O-Line eine der besten und deswegen ist seine Verpflichtung auch sicherlich eine Verstärkung hier für die Offense der Redskins. Und auch interessant ist Perry Fuel, der neue Defensive Back Coach. Perry Fuel, die letzten Jahre war er Defensive Coordinator von den New York Giants und das eigentlich doch sehr gut, bis auf die letzte Saison, wo es nicht so gut lief und deswegen wurde er entlassen. Und ja, Perry Fuel war ja vor ein paar Jahren auch durchaus als Kandidat, als Head Coach im Gespräch bei einigen Teams, aber ja, mittlerweile ist er jetzt wieder Defensive Back Coach jetzt bei den Washington Redskins und das ist sicherlich zumindest für die Redskins auf alle Fälle eine Verstärkung. Ja, der Besitzer der Redskins ist Daniel Snyder. Er besitzt das Team jetzt seit 1999, aber ja, unter seiner Führung nicht wirklich erfolgreich. Man konnte bis jetzt nur 4-mal die Playoffs schaffen und ja. Und es sieht nicht so aus, als ob es da in Zukunft jetzt sehr viel besser werden wird. Ja, und auch schon angesprochen, neuer General Manager ist Scott McLuhan. Ja, die letzten Jahre war er nicht aktiv, aber war von 2005 bis 2009 bei den 49ers und hat dort wirklich eigentlich eine gute Arbeit geleistet. Denn danach hatten die 49ers wirklich großen Erfolg mit vielen Spielern, die er gedraftet hat. Und er hat jetzt die Aufgabe, aus den Redskins ja in den nächsten Jahren wieder ein schlagkräftiges Team zu formen. Ja, schauen wir auf den Spielplan der Washington Redskins. Ja, sie beginnen mit einem Heimspiel gegen die Miami Dolphins. Dann ja, 2 Spiele hintereinander, das zweite Spiel auch zu Hause gegen die St. Louis Rams. Dann geht es zum Divisionsrivalen zu den New York Giants. Dann empfangen sie die Philadelphia Eagles, dann haben sie gleich 2 Auswärtsspiele hintereinander, zum einen bei den Atlanta Falcons und dann bei den New York Jets. Und dann empfangen sie die Tampa Bay Buccaneers, bevor es dann in die Bye Week geht. Ja, nach der Bye Week müssen sie zu den Patriots, dann haben sie ein Heimspiel gegen die New Orleans Saints, dann geht es zu den Carolina Panthers. Dann haben sie 2 Heimspiele hintereinander gegen Divisionsrivalen, zum einen gegen die New York Giants und gegen die Dallas Cowboys. Dann geht es zum Auswärtsspiel zu den Chicago Bears, dann empfangen sie die Buffalo Bills und die letzten 2 Spiele sind auswärts bei Divisionsrivalen, zum einen bei Philadelphia und das letzte Spiel in Dallas. Also ja, auch kein wirklich einfacher Spielplan für die Washington Redskins. Ja, ich muss ehrlich sagen, ja, ich sehe die Redskins auf alle Fälle nicht in den Playoffs. Ich denke, so realistisch muss man sein. Das ist sicherlich schwer für die Redskins diese Saison, jetzt auch mit Kirk Cousins als Starter. Und ich bin nicht wirklich überzeugt, auch von Head Coach Jay Gruden. Die ganze Situation mit RG3
hat er meiner Meinung nach nicht wirklich souverän gelöst. Und es könnte wirklich, ja, wenn es wieder so eine schlechte Saison wird, würde es mich nicht wundern, wenn Jay Gruden danach gehen müsste. Und ja, und nach meiner Prognose wird es wahrscheinlich auch so wieder eintreffen. Ich sehe bei den Redskins nicht mehr als 4 Siege auf den Schedule und deswegen meine Prognose für die Washington Redskins in dieser Saison eine Bilanz von 4 Siegen und 12 Niederlagen, also wie genauso wie in der letzten Saison und damit der letzte Platz in der NFC East Division. Ja, das war jetzt meine Vorschau hier zu den Washington Redskins in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Was tippt ihr? Wie glaubt ihr, werden die Washington Redskins in dieser Saison abschneiden? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.